So, willkommen. Ihr habt bloß RC-Garage. Heavy Metal TRX4. Guck mal, was ich mir Schönes geholt habe. Von Hey Racing. Trittbretter. Voll geil. Die werde ich erstmal dran schrauben. Und dann hier längere Achsen. Ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Um die Spur ein bisschen breiter zu machen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Erstmal die Trittbretter, die sind am einfachsten und gehen auch am schnellsten. So, und da ich ja immer noch auf Teile warte, auf spezielle Teile, soll ich da schon mal so ein bisschen spoilern? Ich habe auf jeden Fall für den Motor und den Schalter einen super Halter gefunden. Mit Lüfter oben drauf. Natürlich auch wieder aus China. Und den kann man dann festschrauben und den ganzen Kram klickt man da so rein. Das ist schon mal super. So, dann warte ich ja immer noch auf den Servo-Saver und auf meine hintere Stoßstanghaltung aus Metall. So, und jetzt haben wir mal gucken, wie das Ding hier mit verlängerter Achse aussieht. Und ich hoffe, ich muss da nicht allzu viel rausschrauben. Ach, eine Winde kommt auch noch. Und dann ist das Ding aber auch wirklich fähig. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier easy peasy das loskriegen. Komm, ich schraub's ab. Hat da alles keinen Sinn sonst. Und dann gucken wir mal, ob wir. Wo sind sie? Na, das ist natürlich wieder alles im Weg, ey. Welche wir von diesen Verlängerungen hier verwursten können. Dann habe ich noch eine andere Verlängerung gefunden. Die setzt oben auf. Und das, was dann hier zu kurz ist, da kommt eine Schraube mit dem Innengewinde rein. Und da steht irgendwas drauf von 22, 23 mm. Das wäre natürlich schon der Knaller. Das wäre was für den Bäscher, weil ich denke, für den hier reichen die Spieldinger hier aus. Und ich will ja auch mal beide Systeme checken. Kleben wieder. Raus mit dir. So, schauen wir mal.
So, jetzt gucken wir erstmal, was da für ein Unterschied ist. Also viel ist das gar nicht. Was ist los? Die sind ja was, die sind ja genau. Ach, die haben. Also Leute, das ist ja mal gar nichts, ey. Guck mal, was das für eine Verarsche ist. Die haben ja gerade mal 3 mm längeres Gewinde. Ja, das war eine Mogelpackung, ey. Also ich mir dafür die Arbeit mache, das weiß ich noch nicht. Na komm her. Boah, ist echt mal bitter, ey. Aber ganz bitter. So, dann gucke ich jetzt erstmal, ob der überhaupt irgendwas bringt. So, das müsste ich ja die draufschrauben hier. Genau. Nehmen wir mal die kleineren, bei den Längen. Lang habe ich da wenig Hoffnung, dass sie passen. Dass überhaupt noch was geht. Oh, könnte ja sogar funktionieren bei den langen, ey. Die langen. Das scheint ja wirklich zu klappen. Warum hat das vorher nicht geklappt? Das soll mir jetzt mal einer erzählen. Jetzt holen wir uns mal ein Rad und checken erstmal. Ich habe noch einen Radmotor drauf kriege. Hier, x-beliebigen Traxxas Reifen. Oh. Geht. Ist aber auf jeden Fall knapp. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Boah, das ist verdammt knapp, ey. Aber mal ehrlich, beim Crawler ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Nehmen wir jetzt noch ein bisschen schraubensicher drauf. So, jetzt holen wir mal die Felgen ab. Oh, sie ist schon dabei zu haben. Oder die hier. Ja. Oder einmal die Beatlocks. Boah, das war echt wenig, ey. Nee, ich glaube, da muss die kurze Verlängerung drauf. Ja, da ist mir hier. Da ist mir zu wenig Gewinde für eine Schraube. Mache ich die Verlängerung drauf, dann habe ich 2-3 mm mehr. Also der Kompromiss muss sein. Dann nehmen wir den Kleinen hier. Na, komm her. Rupp. Falsche Richtung. Und das sind auch die Reifen, die ich am Ende drauf haben möchte. Ja, das ist schon was anderes. Ja, das kann ich akzeptieren. Ist nicht der Wahnsinn, aber es geht noch so gerade eben. Und jetzt gucken wir nochmal für Spaß die Felgen, wo eine Verbreiterung schon mit dran ist.
Wo ist es? Das geht auch. Super. Was haben wir denn hier? Da haben wir so. Da haben wir so. Das sind auch ein paar Millimeter. Auf jeden Fall, es geht. Das ist das, was es bringt. So, dann haben wir gleich zum Originalen. Haben wir insgesamt mit Sicherheit einen Zentimeter breiter. Ja, ich denke, das kann man ausprobieren. So,
So, wie gesagt, jetzt probiere ich das mal mit der Karo aus. Hier kriegt er nicht viel von zu sehen. Damit das schon mal klar ist. So, Achtung, kein Karosserie-Spoiler. Ihr macht es nämlich so. Guck mal, da kann ich auch meine komischen Würfel nochmal verwenden. So, hier ist die verbreiterte Seite. Hier ist die nicht verbreiterte Seite. Da mache ich jetzt mal. Da mal. So. Originale Sportbereifung. Machen wir jetzt einfach mal hier drauf. Ja, wie mache ich das am besten? Seite, Seite. Oder ich muss alle vier, ich glaube, ich mache alle vier drauf, das ist besser. Zack. Dann ist das, glaube ich, besser zu sehen. Und ich muss hier keine großen Tänze machen. Hier sind wir, ja, mal einen guten Zentimeter. Oh, hier ist schon deutlich mehr. 2 Zentimeter würde ich fast sagen. Ich guck mal jetzt hier so, ich palme einfach runter auf mein Schachbrettmuster hier. 1,5. Und da 1. Ja, 5 mm. Was sagt das? Einfedern? Super. Super, Kotflügels Afri. Zum Glück, weil wir nämlich die Stoßhimpferhalter haben. Weil man die Höhe variieren kann. Gut, da werde ich das gleich jetzt für die andere Seite machen. Aber ich denke, das müsst ihr jetzt nicht sehen. Ne? Das kann ich auch off-camera machen. Alles klar, bis zum nächsten Mal.